Hallo, heute soll es um die Umwertung aller Werte nach Friedrich Nietzsche gehen. Und zwar haben wir hier einen Wissenschaftler und einen Pfarrer und die beiden haben eine Gemeinsamkeit. Sie unterscheiden Dinge nach gut und schlecht oder nach gut und böse. Und ja, der Unterschied ist nur, wie sie es tun. Zunächst einmal, ja, der Wissenschaftler sagt, es kann gut oder schlecht sein. Und damit haben wir schon ein neutrales Urteil. Entweder etwas ist gut für den Menschen, zum Beispiel Gesundheit ist gut, das sieht jeder ein, und Krankheit ist schlecht. Und der Pfarrer sagt, etwas ist gut oder etwas ist böse. Jemand hat gesündigt, dann ist er böse. Wenn jemand ein gottfrommer Mensch ist, dann ist er ein guter Mensch. Beim Pfarrer haben wir ein Werturteil damit drinne und beim Wissenschaftler haben wir eine sachliche Ebene und der Wissenschaftler sagt es, wie es ist. Gut. Und jetzt ist es aber nicht so, dass gut gleich gut ist, sondern das, was für den Wissenschaftler gut ist, ist für den Pfarrer noch lange nicht gut und der Pfarrer findet das andere gut. Das, was der Wissenschaftler nicht gut findet. Und das, was der Wissenschaftler gut findet, findet der Pfarrer böse. Und was der Wissenschaftler für schlecht herausgefunden hat, das ist das, was der Pfarrer gut nennt. Und ja, das war's im Grunde schon. Aber jetzt muss man natürlich noch ein paar Beispiele bringen, damit das Ganze etwas deutlicher wird. Ich hatte eben schon die Krankheit und jetzt sagt die Kirche, dass schwache Menschen gut sind und der Wissenschaftler würde sagen, nein, für einen Mensch oder für ein Tier ist es immer besser, wenn es stark ist. Also Stärke ist gut und Schwäche ist schlecht. Und die Kirche würde sagen, Schwäche ist gut und Stärke ist böse. Und so steht die Kirche immer in Opposition zur Natur. Das, was in der Natur gut ist, das ist im kirchlichen Sinne gesehen schlecht. Und ich habe da auch einmal eine Karikatur zugezeichnet, die ich jetzt nochmal schnell gezeichnet habe und die möchte ich euch gerne als Abschluss zeigen. Hier ist die Karikatur. Ich hoffe, das Thema habt ihr bisher soweit gut verstanden und ich hoffe, ihr konntet über die Karikatur etwas lachen. Bis zum nächsten Mal.